Das ist eine Feldschnabelschwebfliege. Genau. Man sieht das deutlich, den Schnabel. Hm? Ja. Und sie schwebt. Im Moment nicht. Aber was man sehr schön sieht, ist, wie sie die Pollen aufnimmt. Hier auf diesem Bild die Verdauung hinten, also durch den Saugrüssel, in den Schnabel, runter in den Bauch, und im Bauch gibt es eine Welle. Der Schnabel, man sieht es hier gut, das ist so ein Ventilsystem, wie ein Blasebalg, nur zum Saugen. Ein Saugbalg. Vorne hat sie zwei Laschen. Hier sieht man wieder gut das Ventil im Schnabel. Und wie sie mit dem Saugbalg operiert. Hier sehen wir das. Sie hat zwei Laschen vorne. Mit der einen Lasche befördert sie die kleinen Pollen an die andere und dann wird das hinauf befördert und aufgesaugt. Mit einer immensen Geschwindigkeit. Ja, enorm. Wie ein Staubsauger. Man sieht auch sehr schön, dass sie nützliche Fliegen sind. Sie tragen die Pollen natürlich dann zu anderen Blüten. Und das hilft natürlich bei der Befruchtung der Blüten. Ne? Ja, sie sind wichtige Bestäuber. Ja. Hier hat sie Durst bekommen und nimmt Nektar bei einer anderen Blüte. Ja. Und die Blume hat zwei Farben. Das heißt, sie wird angezogen von verschiedenen Insekten. Die Blume. Die Blume, ja. Nein, die Insekten werden angezogen von der Blume. Blume. Ja. Ja, genau. Hoffe ich. Also, wenn die jetzt auch noch davon wandert, dann bin ich ein Problem. Das ist ein Widderchen. Ja, ein Sechsfleck-Widderchen. Sehr schöne Farbkombination. Aber sie sind immer sehr nervös. Ja, ja, sie haben es eilig. Nein, das ist eine Morgenaufnahme, oder? Und am Morgen sind sie natürlich immer stark am Futter interessiert. Ja. Und sie haben einen speziell langen Rüssel. Ja, man sieht das sehr gut. Damit gelangt sie wirklich bis ganz unten zum Nektar. Ja. Hier sieht man, offensichtlich ist der Rüssel verstopft und jetzt versucht sie ihn zu reinigen. Und wie sie den Rüssel biegen kann, das ist schon faszinierend. Und in welcher Geschwindigkeit sie diese kleinen Löcher trifft. So, die ist müde. Und hier sehen wir auch sehr schön, wie der Rüssel aufgerollt wird, wenn sie ihn nicht benötigen. Und sie machen ab und zu ein Nickerchen.
Na, sie verbrennen die Energie und dann wird geschlafen. Was wir hier auch zeigen können, ist, sie sind bei den Blüten überhaupt nicht wählerisch. Also wir haben hier versucht, möglichst alle Blüten, die sie besucht haben, die wir filmen konnten, aufzuzeigen. Es ist Paarungszeit. Und wir kämpfen manchmal einfach mit dem Wind. Sie haben auch ganz unterschiedliche Farben, oder wie? Also, diese hier sehen ganz anders aus, aber es sind dieselben. Ich weiß, ich denke, es sind auch sechs Flecken. Das ist im Herbst und die Farbe ist etwas verblasst. Auch hier reinigen, Körperpflege, außerordentlich wichtig. Ja, manchmal, je nach der Sonneneinstrahlung, schimmern sie schwarz oder dann wieder tiefblau. Ja. Ja, es muss einfach Nektar sein, egal wo er. Hier bekommen Sie Besuch von einem Zehfalter. Man sieht auch gut, woher er den Namen hat. Das ist unten dieses Weiße. Das ist wie ein Buchstabe, wie ein C. Na, unten am Flügel, hä? Ja. Man sieht sie noch häufig bei uns, so in Parks und Gärten. Ja. Und das C steht vermutlich für Christoph. Kann sein. Ja, ja. Hier wärmt es sich von der Sonne auf. Ja, ein Amselmännchen mit Regenbogen. Und das ist seine Frau. Sie gibt Beeren, Vegetarier offenbar. Ja? Vielleicht sogar vegan. Ja, ja. Hier sehen wir eine Sumpfheidelibelle. Sie sind sehr selten bei uns und sie sind auch, ich denke, sogar europaweit gefährdet. Es gibt einfach nicht mehr so viele Auengewässer. Und hier sehen wir noch eine blaue Federlibelle. Sie ist etwa 3,5 cm lang. Ja, hier sieht man die Länge. Ja. Ja. Und relativ häufig und nicht gefährdet im Moment.
Auch hier die Pupille, also der schwarze Punkt im Auge, schaut uns an. Und ja, das wär's. Bis später. Bis dann.